geh kurz eine Runde joggen. Bin gleich wieder da. Wie war dein Junggesellenabschied? Wie war dein Junggesellenabschied? Ich weiß ja, dass du nicht wirklich einen hattest, aber vielleicht hattest du wenigstens einen so im kleinen Kreis. Mit dir selbst. Nicht wirklich. Manchmal beneide ich Vögel. Fliegen. Und singen. Dabei sind es eigentlich nur die Männchen, die singen. Was meinst du mit mir selbst? Ich weiß nicht. Du allein. Mit dir und deinen Gedanken. Ich meine, wenn du mit deinen Freunden feiern und dich unterhalten kannst, warum nicht auch mit dir selbst? Weil sich das so einsam anfühlt. Macht dir das Angst? Einsam sein? Ja. Ich will jetzt auch mal fliegen. Kommst du mit? Ich weiß gar nicht, was du verpasst.
glaube ich auch. Viel zu oft. Dann tu was dagegen. Du hast Angst davor. Wieso? Du bist doch die Einzige, vor der du Angst hast. Das stimmt nicht. Nein? Vor ihm? Vor denen? Vor ihm? Na komm. Meine Füße, die ich habe, berühren die Erde. Was? Deine Füße. Merkst du, wie sie den Boden für dich spüren? Schönes Gefühl, oder? Ja. Schön hier. Wir können dem Gesang der Vögel lauschen, die Wärme der Sonne auf unserer Haut spüren, den Geruch von frischer Erde und großen Bäumen. Die kühle Luft, die unserem Atem geschenkt wird. Wir müssen nur achtsam sein. Achtsam mit Geist und Körper. Dann werden wir reich beschenkt. Hast du denn auch Angst vor dem Wald? Weiß nicht. Eigentlich nicht. Sicher? Vor dir selbst kannst du nicht flüchten. Bleib doch einfach da. Das kann ich nicht. Doch, bleib einfach stehen. Du hast keine Angst davor, allein zu sein, Eva. Du hast Angst vor dir selbst. Dich mit dir selbst zu beschäftigen. Dir selbst einzugestehen, dass dich so viele Fragen quälen und du einfach zu scheu bist, dir die Antworten. Ich habe einfach Angst, was falsch zu machen. Und was ist das, was falsch ist? Du hast es doch noch gar nicht versucht. Woher willst du wissen, dass es falsch ist? Ich bin verheiratet. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Hast du denn vor nichts Angst?
Und was? Davor. Dass ich niemals in der Lage sein werde, meine Flügel aufschlagen zu können. Würdest du etwas für mich tun? Würdest du dein Lieblingslied für mich singen? Ich kann nicht singen. Natürlich kannst du. Aber ich treffe keinen richtigen Ton. Wer sagt denn, dass du irgendwelche Töne treffen musst? Wie ein Vogel. Aber den Gesang von Vögeln hört man gern. Meinen eher nicht. Wer ist denn Mann? Was kümmert's dich denn, was Mann will? Die Vögel singen ja auch nicht für jemanden. Wieso denke ich so? Wieso denke ich, dass niemand mich singen hören mag? Wieso spielt das in meinem Kopf überhaupt irgendeine Rolle? Es ist doch meine Stimme. Was siehst du? Mich. Mein Spiegelbild. Das bist nicht du. Das ist dein Abbild, so wie es für jeden sichtbar ist. Die sehen das ja gar nicht. Was meinst du? Die singen einfach, ohne drüber nachzudenken, ob sie schön sind oder nicht. Niemand urteilt schärfer über dich als du selbst. Schon immer. Was ist denn bitte anständig? So kannst du nicht rausgehen, Eva. Jedes Mal, wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich mich von oben bis unten an. Und bin enttäuscht. Das, was du bist, das siehst du nicht im Spiegel. Das spürst du hier drin. Es ist nicht, was du anhast oder wie du dich anhörst, nicht dein Körper. Man muss dich nicht sehen, um dich zu lieben. Ich liebe so sehr alles, was da drin ist. Und dein Körper, das, was außenrum ist, ist, wie das Ganze aussieht, sich anfühlt, riecht, klingt. Deswegen bist du schön. Weil dein Körper deine einzigartige Form ist. Und die ist schön. Körper ist schön. Und dein Körper gehört dir. Genau aus dem Grund ist es auch völlig egal, wer deine Stimme hören möchte oder ob du so rumlaufen kannst.
Du machst das nämlich für dich, niemanden sonst, weil du dich lieben darfst. Früher habe ich mir immer vorgestellt, dass die Seele von Menschen ein Feuer ist, das in ihnen brennt. Bei manchen war das ganz heftig. Bei anderen war nur eine ganz kleine Flamme. Irgendwann habe ich aufgehört, das Feuer zu sehen. Hast du denn deins mal gesehen? Wer weiß, ob es das überhaupt gibt. Was? Nichts. Was grinst du so? Ich schau dir einfach gern beim Denken zu. Und was denke ich? Ich glaube, du denkst... Ich fühle mich so klein. Wo ist nur mein Platz in dieser Welt? Und was denkst du? Ich denke, dass du deine Antwort finden wirst, wenn du aufhörst, sie zu suchen. Ah ja. Ja? Ganz viele Antworten und Bereicherungen. Die schlummern bereits in dir. Du musst nur zuhören. So wie ich dir zuhöre? Ich glaube, wenn wir mal wiedergeboren werden, dann als Vögel. Zeigst du mir noch mal, wie man fliegt? Gleich wieder da. Morgen. Geschlafen? Schlecht geträumt. Nee, alles gut. Nur irgendwie seltsam. Okay.
Kommst du? Ja, Moment. Hast du alles? Ja. Okay. Entschuldigung. Ist alles gut? Ja, ich bin nur ein bisschen neben der Spur heute. Liegt wahrscheinlich am Wein. Meine Mutter lässt ganz lieb aus Brasilien grüßen. Sie schreibt, Papa hat sich immer noch nicht von dem langen Flug erholt. Sein letzter ist schon ein paar Jährchen her. Passt auf euch auf und viel Spaß. Ein paar Jährchen. So, haben Sie schon gewählt, was es zu essen sein darf? Ja, haben wir. Wir hätten gerne beide das Zanderfilet und ich hätte gerne noch einen kleinen Beilagensalat.
Sehr gern. Den Beilagensalat zur Hauptspeise oder als Vorspeise? Zur Hauptspeise, bitte. Gerne. Vielen Dank. Geh kurz Hände waschen. Eva, können wir bitte weitergehen? Moment. Was wollen wir denn da? Sowas ziehst du doch eh nie an. Was? Eva, sag's mir bitte, was los ist. Okay, ich geb's auf. Einmal hätte ich geträumt und plötzlich bin ich der Teufel in Person. Nur weil ich nicht ewig vor einem Laden stehen will. Ne? Sag mal, bist du bescheuert? Denkst du, ich reagiere so, weil du ungeduldig warst? Sowas ziehst du doch eh nicht an. Dass dir überhaupt einfällt, sowas zu sagen. Was für ein scheiß Arschloch kann man eigentlich sein? Aber du sagst... Ich was? Du sagst doch selbst immer beim kleinsten Ausschnitt, dass du so nicht rausgehen kannst. Ich sag das, aber nicht du. Die Nacht, wo ich sowas geträumt habe. Das war irgendwie total
viel. Und irgendwie... Es hat irgendwie was verändert. Ich habe mich verändert. Ich weiß, das ist jetzt total scheiße für dich, aber ich brauche gerade einfach ein bisschen Zeit für mich. Weil das war einfach so, so groß. Und es hat irgendwas mit mir gemacht. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll.